So, halli und hallo, halli, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Gothic. Wir haben gerade hier den Typen jetzt, also ich habe jetzt gerade vom Ladebildschirm her den Typen nochmal fertig gemacht. Der war leider nicht mehr als tot markiert, was natürlich sehr traurig ist. Und das hier haben wir ebenfalls noch nicht. Nein, bitte attackier den Gardisten. Du bist Fisk übrigens. Schön nett, dass ihr wenigstens zu mir kommt, ihr wertlosen Arschlöcher, ey. Noch einmal. Nächster Versuch. Können wir jetzt endlich zumindest oben alles wegclearen, hä? Waffe ziehen, du Idiot. Weg mit dir, bevor du auch nur auf die Idee kommst, ja? Mir scheißegal, du redest nicht mit uns, du hast Angst vor uns, du nervst mich. Und direkt speichern, ja, dass das endlich mal gemerkt wird. Fick dich. Und bye bye. So, wir leeren diese Mine jetzt. Ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Guck mal, hier können wir abbauen. Wow, ist das lustig. Genau das brauche ich jetzt übrigens auch, ja? Eine Möglichkeit, hier Erz abzubauen. Ich habe sonst nichts zu tun. Gut, hier oben ist geklärt. Hier wird uns also nichts mehr passieren. Dennoch müssen wir jetzt weitergehen. Wir müssen hier die komplette Mine noch einfach weghauen. Wir brauchen diesen verdammten Schatz. Ich habe keine Ahnung, wo ich den herbekomme. Alles, was ich weiß, ist, dass es jetzt hier unten weitergeht. Und wir wohl bestenfalls unsere Feuerwaffe benutzen. Wer war da? Ein Schatten, das ist ja süß. Und bye bye Schatten. Ah, okay. Hier ist wohl euer Hauptlager. Vermutlich ist er ja mein... Lauf! Ach warte, der kann uns gar nicht wehtun, weil er so machtlos ist. Die Gardisten sind so schwach, dass wir sogar gegen ihre Kämpfe und gegen ihre Attacken immun sind. Lediglich die Armbrust tut uns noch weh. Das ist geil. Das ist definitiv ganz schön geil. Wir heilen uns entsprechend nochmal hoch. Trank der schnellen Heilung. Ist das möglicherweise der, den wir... Ah, das ist ein schwacher Trank. Warum können wir dem nicht einfach die Tränke geben, die wir besitzen? Das wäre auf jeden Fall viel geiler. Das war dumm, wir hätten einen großen nehmen sollen. Ja, egal. Spiel speichern, so. Da unten sind nur Schatten? Wieso sind da unten nur Schatten? Das lohnt sich ja gar nicht. Töten wir jetzt wohl auch den Butler? Naja. Was das? Ist damit alles beendet? Der Schatten hat halt gar keine Chance zu reagieren. Es tut mir ja fast schon leid. Für euch wieder ein bisschen Licht. Wir schaffen das ja sonst nicht. Die ganzen Gardisten sind also schon tot. Die Schatten sind damit jetzt auch tot. Der Trank, der muss doch hier sein. Der sicherlich ist der hier, oder? Eieiei. Ziemlich geile Waffen. Den Butler hat es auch an der bittersten Stelle erwischt. Jetzt liegt er halb im Ofen drin. Wie gemein. Bolzen. Was denn da? Ein Pokal. Wow, wieso auch immer. Wir müssen also weiter clearen auf jeden Fall. Ach, guck mal, wen haben wir denn da schon getötet? Was, dieser Depp? Okay, das ist sehr schön. Ach, deswegen auch die Armbrust da unten. Okay,
Jetzt haben wir auch den Teil der Mina. Wir haben diese scheiß Medizin noch nicht. Ja, den Schläfertempel zu finden. Ich muss ihn wiederfinden, sonst stirbt er. Ja, wo finde ich die denn? Wir sind jetzt schon in den untersten Stollen der Mine, habe ich so das Gefühl. So einen Hochofen stellt man sich garantiert nicht ganz oben in die Mine. Also muss die Medizin hier irgendwo sein. Ja, wo ist sie? Man ist natürlich schon brutal von uns hier. Nein, die drei! Oh, fuck. Lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter, du Idiot. Was tut dir sonst verdammt weh? Nur aufs eigene Leben achten. Und gehen. Und gehen. Wir haben den auf jeden Fall so gut wie tot. Das ist praktisch. Nochmal Feuersturm. Fick dich, Wichser! Wie kann ich es wagen, deinen Freund zu töten? Das ist eine gute Frage, aber ich kann dich auch erwischen. Ihr seid weg. Ich muss sagen, die Zauber, die wir hier verwenden dürfen, die sind auf jeden Fall schon mal mega awesome. Mögest du bitte hier hochklettern? Dankeschön. Wie dumm bist du eigentlich, mein Freund? Da. Hallo. Ich möchte Gardisten plündern. Du bitte gucken, dass du da hochkommst, um Gardist plündern. Verstehen du mich oder sein du dumme Scheiße, die gar nichts kann, weil dumme Scheiße nichts kann? Gott, noch eins, dann laufen wir halt drumrum. Vollhorst, ey. Wo ist denn dieser Vergiftungstrank? Der muss doch hier irgendwo sein. Wahrscheinlich haben wir den schon längst gefunden und könnten eigentlich zurück, aber... Nein, das Risiko gehen wir nicht ein. Wie viel einfacher das wohl wäre, wenn wir unseren Freund dabei hätten. Aber ach, ich vergaß, unser Freund ist ja dummerweise irgendwo in der Mine festgefangen und kann nicht mehr mit heraus, weil er so dumm ist wie Scheiße. Hm, ärgerlich. Wenigstens sind wir mittlerweile brauchbar und können sogar die Gardisten umhauen, ja? Unsere Magie ist halt verdammt mächtig und die Gardisten kriegen das nicht verteidigt. Keiner da? Warte. Warte, also wir riskieren lieber nicht zu viel. Denn wer viel riskiert, stirbt vermutlich ziemlich einfach. Leck mich. Wir sind hier. Das heißt, wir haben die komplette Mine einmal durchquert und die Medizin noch nicht gefunden. Oh nein, bitte nicht. Bitte, bitte, bitte nicht. Bitte, 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 bitte nicht. Bitte, 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 bitte nicht. Bitte sag mir. Normalerweise muss die hier irgendwo sein. Die muss hier irgendwo sein. Mit der ganz einfachen Begründung, dass das Viech ein Troll war. Das heißt, der ist dafür verantwortlich, das Rad zu drehen. Ich sehe nichts. Jetzt sehe ich viel. Danke. Den nehmen wir auf jeden Fall mit, okay. Irgendwo hier muss die Medizin aber sein. Hm. Vielleicht hier irgendwo, vielleicht haben wir sie auch einfach schon die ganze Zeit. Und sind so blöd, dass wir immer noch versuchen, sie hier zu finden, obwohl sie hier gar nicht mehr ist. Da hoch können wir nicht.
Wo kommen wir wieder zurück? Da hinten, okay. Also die meisten Feuermagier, die meisten Gardisten hier unten sollten wir auf jeden Fall ausgerottet haben. Die Frage ist jetzt wirklich, was ist noch übrig? Vermutlich der letzte Ort, der dann auch die Medizin hat, ja. So wie es halt immer ist, ne? Geht's da hinten denn noch weiter? Ich glaube, da hinten geht's... Ne, da hier geht's gar nicht mehr weiter. Das hier ist auch definitiv nicht der untere Teil des Stollens. Deswegen gehen wir hier zurück. Oder ist das vorwärts? Ist hier unten eine andere Depp oder sind wir hier richtig? Ich hoffe doch mal sehr, dass wir hier richtig sind. Wir gehen auf jeden Fall jetzt erstmal zu dem Troll zurück und fragen ihn mal. Oder zu dem Ork. Und vielleicht hat er ja schon. Oder vielleicht haben wir die Medizin, die er braucht, zufällig schon aufgesammelt. Hä? Das... Bitte sag mir nicht, dass dir das wehgetan hat. Da waren wir schon, da haben wir die Wichser getötet, okay. Da oben waren wir. Ja, hi, willkommen zurück. Mir ist Gothic abgestürzt, mal wieder. Oh, leck mich doch. Auf der anderen Seite kommen wir nur zurück, da haben wir, glaube ich, jetzt nichts mehr geleistet. Ah, jetzt hör mir doch auf die Höhe hast du Fallschaden, leck mich. Oh Mann, ey, 11 Minuten müssen wir also so jetzt noch aufnehmen. Unser Licht ist natürlich auch wieder weg. So, Licht wegpacken bitte, danke. Manchmal frage ich mich, was die Scheiße soll. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall gleich zu dem Ork zurück. Hallo ihr beiden, heute ist Todestag, ihr Wichser. Einer weniger. Du sorgst nur dafür, dass ich mein Menü nicht aufmachen kann, wenn ich Idiot wieder versuche, mit dir zu sprechen, obwohl du eigentlich tot sein musst. Warte, den haben wir doch noch gar nicht geplündert. Richtig. Gib mir mal, ja. Dann ist da oben der einzige Teil der Ebene, den wir noch nicht geklärt haben, glaube ich. Das heißt, wenn wir hier jetzt noch... Ach, da ist gar keiner mehr. Außer dir. Bravo! Bravissimo! Mr. Vollidiot Hans im Glück, der so dumm ist, dass er scheiße ist. Meine Fresse, du tauschst auch den Goldklumpen bis zum Stein weg, oder? Neuer Versuch. Bye bye, Idiot. So. Sorg's eh nur dafür, dass ich nicht mehr mit in mein Menü kann. Daher beenden wir es lieber, bevor wir anfangen. Ja, wir haben jetzt die komplette Höhle durchsucht. Natürlich erleidet er wieder Fallschaden. Das gehört ja mittlerweile zur Tradition. Ich sollte Leiter nicht mehr so leichtsinnig verlassen. Da unten haben wir alles gefunden. Dieser Ork muss jetzt tatsächlich einfach Glück haben. Wir müssen jetzt einfach gefunden haben, was der braucht. Bitte. Wir haben sie alle getötet. Also müssen wir logischerweise auch irgendwo das Item haben, das der Kerl sucht. Das muss hier irgendwo sein. Hier kann man noch lang. Okay, hier waren wir noch nicht. Das heißt logischerweise, wir müssen jetzt übrigens noch 11 Minuten machen. Gebratenes Fleisch. Ja, essen wir gebratenes Fleisch. Mir wurscht. Es ist gerade so schön da. Heilen wir uns ein bisschen hoch von unserem Fallschaden auf Leitern. Anschließend machen wir die Viecher fertig, ja. Er ist ja weggelaufen vor den Minecrawlern und nicht vor den Gardisten, so in Wirklichkeit, glaube ich. Hoffe ich mal. Nein, das bitte. Warst du der Einzige? Ja, du warst der Einzige, hä? Das ist ja praktisch, dann nehmen wir dein Zeug gleich mit. Hier geht's nochmal weiter. Geh verdeckt, danke. Hier irgendwo wird dem sein Zeug schon liegen, hoffe ich mal. Weil bisher glaube ich nicht, dass wir es gefunden haben. Wenn dann aus Versehen, das war ja keine Absicht. Kann wieder hoch.
Nein, können wir nicht. Okay, ihr wart einfach noch zwei Leute, zwei Viecher, die halt da sein mussten, ja. Ich hoffe doch mal, wir haben genug für diese neue, starke, mächtige Rüstung auf jeden Fall. Warte, da hinten geht's doch auch nochmal weiter. Ist hier vielleicht den sein Trank? Oh, leck mich, sie ist da. Ah, oh, wir können den verfickten Ork retten. Meine Fresse, ist die gut versteckt. Da hinten ist er, okay. Beziehungsweise eigentlich ist es schon tragisch oder traurig, wenn wir das als gut versteckt bezeichnen. Hallo Ork, ich habe deine Medizin. Komm schon, verdammt mal, Tastatur, bitte bleib da. Danke. Hier, ich habe deine Medizin gefunden. Fremder nicht böse wie andere Menschen, Fremder gut. Tarok schulden Dank. Kannst du mir jetzt einen Ulumulu geben? Fremder helfen Tarok, also Tarok auch helfen Fremder. Fremder brauchen Krotak, Kastak, Dwarkar und Ort-Antak. Fremder bringen dann, Tarok machen Ulumulu. Klar. Was ist denn Krotak? Sein Flammenzunge, sein Zunge von Feuerechse. Haben wir garantiert. Wo finde ich eine Feuerechse? Feuerechsen in Heimatleben. Heimat von Tarok. Fremder suchen müssen. Auch können finden Feuerechse auf Sand bei Meer. Na danke. Was bedeutet Katztag? Sein Horn von Schattenläufer. Horn spitz wie Dolch und hart wie Stein. Haben wir sicherlich auch. Wo findet man Schattenläufer? Leben in Wald oder in Höhle. Nicht mögen Licht. Seien sehr gefährlich. Fremder aufpassen. Okay. Dwarkar? Was ist das denn? Sein Zähne von Sumpfhai. Wenn Zähne beißen Opfer, dann nie wieder loslassen. Oh fuck, wir müssen... Oh nein. Sumpfhaie. Viele Sumpfhaie bei Lager von Menschen. Lager in Sumpf natürlich. Was ist ein Ort am Tag? Hauer von großes Troll. Machen großes Löcher in Beute. Wo finde ich einen Troll? Troll leben in Bergen. Troll lieben viel Platz. Fremder gehen suchen in Nordberge, aber passen auf Faust von Troll. Faust treffen, dann Fremder fallen von Berg runter. Wow. Ich muss weiter. Fremder kommen wieder. Haben wir denn schon irgendwas davon? Steh auf. Wir wollen mit dir reden. Ich muss weiter. Fremder kommen wieder. Wir haben davon gar nichts. Oh, leck mich. Bis wir das jetzt wiederfinden. Oh, fuck, ey. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Ebenso brauchen wir einfach nochmal Licht. Nein, nicht Heilung. Licht, 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 Licht. Gib mir Licht. Wo kommen wir hier jetzt am besten wieder runter, ohne zu sterben? Hier, ja, das stimmt. Ja, von hier aus hoch ist ja bekannt, dass das geht. Ist denn diese scheiß Mine schon wieder frei? Wir haben doch das Lager. Danke, Mr. Vollidiot! Das hat dir sogar noch Schaden gebracht, weil du so dumm bist. Das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein, mein Freund. Du sollst da hochklettern. Nein, da hoch! Selbst mit Akrobatik ist der Kerl strunzdumm. Das ist eine Schande. So, wo finden wir jetzt den anderen Deppen? Der nicht mal mehr die Eier hat, uns zu unterstützen. Hä? Wo ist der? Na, wo bist du? Komm her. Ach, da ist er ja. Na, wie sieht's aus? Suchst du wieder? Halt die Schnauze. Halt die Stellung. Ich werde erstmal die Lage prüfen. Ist gut. Ich warte am Mineneingang und sorge dafür, dass dir niemand in den Rücken fällt. Bis später. Hä, wir haben doch alles. Suchst du wieder? Halt die Schnauze. Komm mit. Ich brauche deine Unterstützung. Endlich geht es weiter.
Geh voraus, ich folge dir. Halt die... Ist gut. Bye, bis bye. Später. Ja, verpiss dich, du Idiot, ey. Wenn man so dumm ist wie du, dann tut einem eh alles weh. Können wir da hoch? Nein, wir können da nicht hoch. Wäre auch viel zu einfach. Ist ja auch nur eine... Bitte, tu es mir nicht an! Können wir denn da hoch? Nein, da können wir auch nicht hoch. Es wäre ja zu einfach. Meine Fresse, ey. Der Kerl, ja? Wir haben dem jetzt geholfen. Jetzt müssen wir ernsthaft hier weg. Oh, leck mich doch. Die scheiß Mine ist doch schon längst wieder frei. Oder? Müssen wir hier noch irgendwas clearen? Nein, überhaupt nicht, oder? Wo soll denn hier noch einer sein? Hallo, suchst du wieder Streit? Halt die Schnauze. Komm mit. Ich brauche deine Unterstützung. Endlich geht es. Ja, ja, halt die Schnauze. Auf in den Kampf. Wir haben sie doch schon längst sauber. Wo gehen wir denn jetzt am besten hin? Wir gehen hier drüber. Du kommst mit. Wir laufen mal lieber langsam, dass der Herr bei uns hinterherkommt. Warte, wo müssen wir hin? Wir kommen jetzt am schnellsten zu diesem dummen Lager. Hm. Ich glaube, ein ziemlich schneller Weg war, hier weiterzulaufen. Oder täusche ich mich da? Ah ja, übrigens sind wir bei 10 Minuten 39. Das heißt, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Video liked und kommentiert, falls es euch gefallen hat. Ebenso freue ich mich, falls ihr mich abonniert, weil ihr mich weiterverfolgen wollt. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Let's Play Gothic. Bis dahin, Servus.